So, warum ist denn das hier richtig? Hey, hi ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und hoffentlich nicht nur die 30, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, sondern auch für die anderen wird es ja vielleicht noch interessant. Ja, vom 19. bis zum 21. war ja die Cultiva Hemp Expo in Wien. Wir waren auch dabei und natürlich war nicht so voll von den Besuchern her, wie ihr im Video ja gesehen habt. Und jetzt hier das Gewinnspiel. Ja, drei Gewinner sollen es sein und wir möchten das möglichst jetzt noch vor Weihnachten wegschicken. Ich weiß nicht, ob die Post das pünktlich schafft, zu euch zu bringen. Wir haben es leider nicht eher geschafft, hier die Sendung zu machen. Patrick ist ja auch fleißig am Schneiden, wie ihr wisst. Wir haben jetzt gestern noch rausgehauen das Video mit dem Anwalt, der noch darauf hinweist, im Lockdown. Dass man seine Mieten zurückkriegt, war eh nur ein ganz kurzes Video. Und ja, meine erste Pflanze mit My First Plant habe ich auch kurz ein kurzes Video gemacht. Da kommt auch noch was. Ja. Und den Rest erzähle ich euch am Schluss. Hey Patrick, du bist auch dabei. Das finde ich gut. Hi. Hallo, ihr Lieben. Ja, Patrick hilft mir mal beim Videoschneiden. Ihr wisst und sorgt für ein bisschen Social Media, damit der Wind gemacht wird. Da bist du zum Glück immer meine gute Fee. Da will ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, auch für deine tolle Lieben gerne. Arbeit, die du da für uns leistest. Und ja, und jetzt kommen wir mal zum Gewinnspiel. Auch da wolltest du mir kurz bei helfen, weil ja, wenn ich hier alleine sitze im Gewinnspiel, ist auch immer so blöd. Aber ich will jetzt mal kurz die Leute hier erwähnen. Ich finde, die haben es noch verdient. Es sollte ja jeder mit Cultiva Hanf Expo sollte ja einen Hashtag drunter machen und ein kleines Kommentar, wenn es geht. Und haben zwar nicht alle geschnallt, aber die haben auch noch ein, zwei Augen, glaube ich, zugedrückt. Und ich lese jetzt mal vor, wer von euch alles hier dabei ist. Also, wir haben den Agent 00 Bodensee, den Patrick, den Lazio aus Stuttgart, Basti Block, Dennis 420, Austria Bushman, Roddy Dangerblood, Mario Michel, Sayonara, Enrico Bessel, Medizimer 89, Michael Priester, Neo Pythus, John Bronson, Matthias S., Pepe, Pueblo, Heino, Gemeino, Dark Spider 05, Chiller 420, Mario, Leibsteder, Selectaras, Michael, Selector Growman, Hermann Stresse 2, Mr. Robert, Little Ganja. Ich kann das hier nicht weiter lesen, was ist denn los da? Tanning 420, Pascal Wittig, Matze der Hengst. Du Hengst. Christian R., Martin Dattinger X, Johnny 420, Mac Brauner Bär, Michi Huber, M aus Wien und John Wayne. Du bist auch dabei. Ich fass es nicht. Ja. Alter Schwede. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, ich muss was trinken. Ich habe eine Kehle. Wir haben ja schon hier. Prost. So, wir haben übrigens, um was es übrigens geht, es gibt drei Gewinner, ja, das ist auch schön, also nicht nur ein. Und den habe ich ja jeweils so ein geiles Säckchen fertig gemacht. Ihr habt ja hoffentlich das Video gesehen, sonst müsst ihr euch nochmal anschauen. Und in einem Sack ist sogar noch mehr drin. Da ist nämlich das Päckchen von Hubertus Analytik drin. Und weil der Mario so lieb ist, ne? Ich habe da noch was gefunden. Da What? gibt es noch, da gibt's noch einen kleinen Keks für euch, ja. Da tue ich jeden noch einen mit in die Tasche rein. So, und du hast da irgendwie auch noch eine Glücksfee, die hilft, den Pott zu halten, damit wir wissen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, natürlich. Ich habe mir so ein bisschen Unterstützung organisiert. Und dann würde ich mal sagen, wir starten hier mit den ersten drei Gewinnern. Mit welchem Sack wollen wir denn starten? Weil es gibt ja in verschiedensten Säcken verschiedenste Gewinne. Mit welchem Sack starten wir denn, Ja, Mario? pass auf. Genau, pass auf. Ich mache mir jetzt hier auch noch drei Zettel. Und dann schreibe ich direkt auf dem Zettel, wer welchen Sack kriegt, damit das auch direkt
Fix ist, genau. Wunderbar. Also, warte, ich brauche noch einen Stift, Stift, Stift. So. Ja, wir fangen einfach mit dem untersten Paket an. Mit dem. Okay. Dann würde ich sagen, bitte brauchen wir mal so. Die Gewinner, unsere potenziellen Gewinner natürlich. Genau, du greifst mal da rein und ich sage am besten Stopp, würde ich sagen, und dann. Jetzt hier mal ein bisschen umrühren, damit es auch mit rechten Dingen zugeht. Ja, stopp. So. So, ja, haben wir denn da? Nummer 1 ist Roddy Dangerblood. Wer? Roddy Dangerblood. Ah, der Roddy. Ja, herzlichen Glückwunsch, Roddy. Du kriegst diesen Sack. Du Sack. Ich meine, war schon, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt den zweiten. Da ist übrigens weißt du? Sagst du Stopp oder nicht? Ach so, muss ich hier auch noch. Ja, Stopp. Ich habe dich gar nicht wühlen sehen. Ich war schon. Gewonnen hat 420. Oh, das ist doch mal eine Nummer. 420, herzlichen Glückwunsch auch dir. Wir werden die ganzen Gewinner natürlich auch noch in euren Kommentaren und dabei als Kommentar erwähnen, damit ihr auch wirklich mitbekommt, dass ihr gemeint seid. Genau, und dann haben wir jetzt noch den dritten Sack. Super. Auch hier. Oder Mario sagt wieder Stopp. Und kriegst du rein? Stopp! So, und der letzte Gewinner heißt. Und der letzte Gewinner ist. Chiller 420. Chiller 420. Noch ein 420. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch, Chiller 420. Auch du kommst hier rein und jetzt wissen wir, wer hier welchen Gewinn bekommt. Also, Leute. Wir hoffen, dass das bei euch noch jetzt vor Weihnachten ankommt, aber zumindest kommt es zwischen Weihnachten und Silvester hoffentlich an. Und ihr habt viel Spaß damit. Und ja, wir hauen übrigens vor Weihnachten jetzt noch einmal. Das machen wir nicht mehr, ne? Oder? Nee. Warte. Was? Ich sag, die News machen wir nicht. Ganz kurz weg, ich habe es nicht verstanden. Okay, ich sag, die News machen wir dieses Jahr nicht mehr, oder? Ja, sie kommen natürlich wie immer. Kommen unsere News einen Monat verspätet, damit wir natürlich auch alle News des aktuellen Monats zusammenarbeiten können. Wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um das. Also Anfang Januar kommt die News abzudrehen. Anfang Januar. Genau. Und dann kommt praktisch noch mal einmal die Spezialsendung über fast anderthalb Stunden. Den Titel des Themas wollen wir euch noch nicht verraten, aber. Es ist wirklich ein Marathon, geile, richtig interessante, traurige, fesselnde, spannende Sendung, anderthalb Stunden mit und über Tim Green Connection und also das ist wirklich, also das müsst ihr euch reinziehen und das hauen wir auf jeden Fall diesen Monat noch raus und wünschen euch viel Spaß dabei. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken, denn nur durch euch können wir wachsen, nur durch euch können wir natürlich auch mehr senden. Und das ist immer schön, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns kommentiert und natürlich auch mal vielleicht unterstützt, wer es kann. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer. Ja, in diesem Sinne, danke an die Leute, die hier alle. Danke an alle. Und wir wünschen euch, ja, ein fröhliches, grünes, gechilltes. Und hier bleibt noch eine kurze Anmerkung am Rande. Alle Gewinner, die sollten uns natürlich ihre Adresse zu uns zukommen lassen. Und das bitte an office@cia-tv.eu, damit auch euer Gewinn rechtzeitig vor Weihnachten bei euch ist. Ja, ganz wichtig, genau. Die Adressen brauchen wir natürlich. Danke, Patrick. Ja, in diesem Sinne. Wünsche ich euch alles Gute. Lasst es fließen. So, ich muss jetzt mein Joint weiter bauen und
Wir sehen uns einfach die Tage, ja. Bis dann. Ciao. Nächstes Mal. Ciao.